Herzlich willkommen zurück zu Ape Escape. Heute mal in die Asia-Welt. Da freue ich mich richtig drauf. Denn vor allen Dingen im ersten Level haben wir ja einen ganz großen Bereich noch gar nicht gesehen. Denn dieser Bereich war eben halt im Brunnen versteckt, kann man sagen. Vier Affen, ein Spectrum, die Spectrum muss im Brunnen sein, weil der ist fucking groß. Also das Level wirkt zu klein. Ist es aber gar nicht, unter oben ist nur Affe. Na gut. Oh, ich hasse. Ja, das ist das, was ich hier nicht mag. Diese Gegner, die sind echt broken. Hauptsache, der dance ein bisschen. Get wrecked, son! Motherfucker! Gott, Mammutl. Nervs. Da hinten, Lucky Punch kann man die One-Hitten. Werde ich irgendwann mal ausprobieren, meinen stärkeren Gegner. Hier ist nichts mehr, ne? Mach ich nochmal einen kurzen Check in den Tempel. Und sonst müssen wir wirklich in den Brunnen. Auch hier ist nichts. Den haben wir schon gelöst. Zu 100%. Also in den Brunnen. Wünsch dir was, Wunschbrunnen. Ah, jetzt ist Mammutl bestimmt wieder da. Mammutl, bist du wieder da? Nee. Ja gut, dann nevermind. In dem Brunnen sind die, glaube ich, nicht, diese Viecher. Oh, Ninjas. Geronimo! Auf in den Brunnen. Und der ist alles andere als ein netter Brunnen. Denn hier geht's richtig ab. Du kannst dich verletzen, wenn du einen Affen zu lange jagst. Mach mal Pause und ruh dich aus, bevor du dich zu sehr aufregst. Das klingt ja schon mal sehr gut. Oh Gott. Riesige Spectre-Statue. Er hat schon wieder die Geschichte verändert. Er wird hier vergöttert. Ah ja, ich sehe es schon. Fuck. Hat wirklich eine Fukuhila-Frisur. Sieht man ja nicht. Oh Gott, seht ihr das? Lava und generell, ey. Richtig viel los. Richtig viel Stuff. Das ist nicht so einfach, der Brunnen. Ah, ich feiere den immer. Schon was Besonderes. Ein bisschen was so ein Super Mario Sunshine, der Vulkanabschnitt. Ganz am Ende. Ach, guck, hier ist schon wieder einer. Let's go! Und tschüss, Mann! Gotcha! Da ist ein Affe und dann noch ein weiterer. Drei Affen wären noch benötigt, oder? Habe ich das richtig gesehen? Ja. Also jetzt noch zwei. Ja, der hat mich bemerkt. Der ist mir aber erstmal egal. Wisst ihr, was mir viel wichtiger ist? Die Spectre-Münze erstmal. Eine Pflanze gibt's ja nicht. Gibt's erst in dritten Level dieser Welt. Diese Secret-Pflanzen, ey, die finde ich so geil. Kommt auf sowas, ey. Was ist das? Bringt mich das weiter? Hm. Das ist eine zerstörte Säule oder so. Das kann ich auch nicht benutzen, um da hochzukommen. Sehr schade. Die Säule, da müsste ich doch irgendwie hochkommen, oder? Ja, perfekt. Super, und von hier aus kann ich dann wieder Sachen erreichen. Okay. Spectre-Münze hingegen sehe ich nicht. Scheiße. Da muss die woanders sein. Da musst du mich nochmal erkundigen. Ah nee, da hinten ist die. Cool. Sehr schwer zu erreichen. Wie macht man das denn überhaupt? Oh, Spike, du Vollpfosten. Ich weiß echt nicht. Und vor allen Dingen sehe ich hier nur einen Affen. Das bedeutet, ich habe noch irgendwo einen anderen Affen übersehen. Oh, man, Leute. Naja. Hauptsache, wir kriegen erstmal die Spectre-Münze. Da könnte ich rüberfliegen. Ja, muss ich, muss ich. Huhuhu. Ich sag's euch, der Brunnen hat's in sich. Das Level ist so vom Schwierigkeitsgrad mittelmäßig, aber der Brunnen ist ein ganz anderes Kaliber, wie ihr sehen könnt. Ah, okay. Er will nicht. Warum will er nicht? Jetzt will er. Voll verbuggt. Backe, Backe, Kuchen.
Weiß nicht, ob man sich da auch dran festhalten kann. Ich riskiere es aber mal nicht. Spectacoin, yes. Damit haben wir die. Oh, da hinten ist ja noch ein Schalter. Gar nicht gesehen, Leute. Kann ich den von hier aus treffen? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch. Aha. Oh, das ist so cool. Ich liebe das Level. Den Brunnen finde ich halt am besten, ne? In diesem Level. Da ist bestimmt der letzte Affe. Ja, muss. Muss, Leute. Ist ja nicht ohne Grund da. Weil eine Pflanze gibt es hier nicht. Und im Original gab es sie sowieso nicht. Komm da runter, mein Freund. Komm da runter. Alles gut, komm von oben. Gotcha. Nur noch ein Affe, Leute. Der muss da hinten sein, ja. So ein Schüchterner. Okay, der leistet dann kaum Gegenwehr. Das ist ja klar. Hat sich einfach nur dahinter versteckt. Ich verstehe schon. Ist das ein Schalter oder so? Nö, der hat hier einfach sein Zuhause. Er lebt versteckt. Richtiger Hikikomori, ey. Easy. Hab ich ja mich ganz gut durchgeboxt hier im Brunnen. Nett. Hätten wir auch schon eher machen können, weil die mache ich immer gern zum Schluss. You did it. You did it. Jetzt kommt wieder ein etwas schwierigeres Level. Ihr wisst, welches das ist. Chinesische Mauer mit schwierigen Jump'n'Run-Passagen. Das ist ja sehr linear, da wurden wir einfach damals rauskatapultiert. Oh, da fehlt auch noch eine Münze. Zwei Spectre mit vier Affen. Ja, gut. Oh man, was zum Fuck. Ich glaube, ich habe hier beim Rendern eine Spectre-Münze gesehen, Leute. Voll Idiot, hab's nicht gesehen damals. Hier hinter war das. Richtig? Ach ja, danke Adobe Premiere. Das ist das Schöne, wenn man da rendert, dann sieht man solche Sachen. Nee, dazu muss ich nichts mehr sagen, oder? Beim Rendern gesehen, ey. Sachen gibt's, Leute, die gibt's gar nicht. Oh nee. Hätte ich sonst nie gefunden im Stream oder mit privaten Zocken. Nur beim Rendern sieht man sowas. Was für ein Kenster-Sound gerade. Was ist das für ein Kenster-Sound? Jetzt ist er weg zum Glück. Ah, das waren die Gegner. Naja, das waren diese Fliegengegner. Oh nein, ich hasse diese Stelle. Habe ich euch das schon mal gesagt, dass ich die Stelle hasse? Ich hasse sie wirklich. Genau deswegen. Keine Ahnung, ich weiß mir da halt zu helfen, aber ohne den Propeller zu machen, ist es einfach nur Selbstmord. Für mich. Das haben wir ja schon gelöst, das heißt, wir können jetzt hier direkt weiter. Da war die Spectre-Münze hinter dem Gitter. Die kann man gar nicht übersehen. Aber es fehlt halt nur eine, die muss wahrscheinlich am Ende sein oder so. Ja, hier war das Level damals zu Ende, ne? Moment, Moment, Moment. Für mich nicht wundern, wenn da die Spectre-Münze ist. Komm, da fliegen wir jetzt mal hin. Das ist fatal. Also, da muss irgendwas sein. Das ist viel zu auffällig. Nee. Aber die erste war ja schon so versteckt, ne? Ja. Ich frage mich jetzt mal, wie man hier wieder wegkommt. Das ist eine berechtigte Frage, oder? Geht sie jetzt aus? Ja, gerade so. Geil. Damit habe ich schon gar nicht mehr gerechnet. Ich meine, ich habe eh genug Leben. Wenn ich jetzt hier sterben sollte, wäre mir das egal. Aber muss ja nicht sein, wenn man es verhindern kann, ne? Genau, hier haben wir den Affen damals gefangen, der beim Fernglas war. Und dann wurden wir aus dem Level geschmissen. Aber hier muss ja noch mehr sein. Noch mehr Stuff. Das werden wir jetzt uns anschauen. Da geht's wieder hoch. Das wollen wir erstmal nicht. Und kann man das Fernglas eigentlich benutzen? Das möchte ich auch noch rausfinden. Weil im Mario 3D World kann man solche Ferngläser ja benutzen. Und die sehen genau so aus. Kann man aber scheinbar nicht nehmen. Ist nur Dekoration.
Yeah, oh, sexy Fernglas. Lassen wir das. Warum ist diese Insel da? Ist ja kein Spectre-Münz oder sowas drauf. Muss man da sein Leben aufs Spiel setzen für die paar Energieschips? Verstehe ich nicht ganz. Naja. Erklimmen war das hier. Oh Mann, jetzt kommt Donkey Kong. Mario vs. Donkey Kong. Habt ihr es gesehen? Diese Fässer da, die da lang wollen. Oh, diese Kennzergegner. Lass mich in Ruhe. Aber hier ist ja auch noch irgendwas. Oh, Leute. Wo geht's lang? Wo geht's lang? Machen wir erstmal die Fässer. Vor allem, ich habe die übersprungen, weil ich das so gemacht habe. Das will ich aber nicht. Will mir schon gönnen. Donkey Kong! Wer rollt die da runter? Ist das der Dong? Nee. Die werden hier produziert. Ganz komisch. Ich weiß, wie man diesen Hebel dreht, der wie ein Zahnrad aussieht. Halte den Knüppel und drehe das Analogbit. Oh ja, ich muss echt ein Genie sein. Hä? Ist doch Basic. Das weiß doch jedes Kind. Der bis hier hingekommen ist, der muss das doch eh schon gemacht haben. Oh, der Professor fühlt sich wieder, ey. Aber hier ist gar keine Spectre-Münze. Hier ist gar nichts. Ist ja voll scheiße. Hab ich das übersehen? Bin ich doof oder so? Oh, Leute, oh, und das ist so schwer. Ja, aber sicher. Oh mein Gott, ohne Propeller, das war... ohne Propeller. Oh, was war das für ein Bereich? Hier ist bestimmt die letzte Spectre-Münze, kann das sein? Der Bereich sieht nicht einladend aus, to be honest. Oh Mann. Da ist ein Autoabschnitt, den hatte man ja noch nicht zu der Zeit, ist mir schon klar. Aber wenn man alle Affen gefangen hat, die auf dem Weg waren, dann kann man zum damaligen Zeitpunkt auch gar nicht hier hin. Von daher. Oh, 4 Affen sogar noch. Das sind noch richtig viel Stuff. Ja, wie ich es mir dachte, ich glaube, das Mittelalter-Schloss machen wir nicht mehr in diesem Part. Da unten können wir immer noch hin. Jetzt sind wir gerade oben. Kundschaften war das lieber erstmal alles aus. Kann man auch mit den Sprintreifen, glaube ich, machen hier. Den Schmarrn. Da gehe ich auf Nimmer sicher nicht, dass in dem Moment dann ein Loch ist, wo ich da gerade rüber renne. 200 IQ, Leute. Wisst ihr ja. Laut der Studien sind Affen mit schwarzen Hosen wild und sehr gefährlich. An ihren Sonnenbrillen erkennst du sie. Ja, das sind die coolsten, Mann, mit wegen den Sonnenbrillen. Ich mag die voll gern, Mann. Die schwarzen Affen. What monkeys? Come on, bro. What color? Wie kann ich mich jetzt rüberhangeln? Ist das richtig? Das ist richtig. Komm zu mir! Komm zu mir! Komm zur Drachenschanze! Also das war jetzt doof. Wir haben beide kassiert. Aber er kriegt den Profit dadurch. Komm. Nein. Oh ja. Nein, ja. Nein, nein. Kannst du dich entscheiden? Ja, nein. Ja, nein. Nein. Da kann ich immer noch zurück, Leute. Ich will jetzt erst gucken, was da hinten ist. Spectre-Münze? Spectre-Münze. Ja, ja, ja. Ich weiß ja, dass da unten was ist. Ich kann ja immer noch hin zurück, Leute. Jetzt nicht rumheulen, bitte. Ein Rabe? Da ist nur ein Affe. Oh, ne, jetzt wird so ein Geisteskranker, glaube ich. Ja, der hat alles. Bomben und... Der hatte alles, Mann. Bomben und Raketenwerfer, eine Gun. Alter, wie wenig Affen man hier damals fangen musste, weil die Entwickler ganz genau wussten, dass das Level mega schwer ist. Oh, wie viele Affen es hier noch gibt, das ist ja unfassbar. Da komme ich irgendwie nicht hoch. Boah, die Fässer sind so schnell unterwegs. Weiß ich auch nicht.
Wie soll man denn da reagieren? Das finde ich schon ein bisschen heftig. Vor allem, weil die Kamera aus ist, zack. Da ist noch ein UFO, geil. Ich habe ja noch so viel Leben, ne? Kein Problem für mich. Kappa. Okay. Fuck it. Holen wir uns erstmal die Spectre-Münze. Scheiße. Ich hasse mein Leben. Holen wir uns erst... Planänderung, wir holen uns erstmal den Scheiß hier. Ja, heute schaffen wir nicht so viel. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Mich wieder anstelle wie ein verschimmeltes Butterbrot. Oh, die müssen weg. Ich kann dieses Kanzlergeräusch nicht ab. Ah! Boah, wollte er mich. Naja, das ist nicht jugendfrei. Aber der wollte mich irgendwie. Naja, aber wirklich, ey. Uah, was ein Perversling, ey. Hentai! Oh, ist noch so einer mit einem Kanzlergeräusch. Die mach ich mal weg. Ah, ist jetzt der schwierigste Level, von daher. Kann man ruhig mal failen. Achso. Ja, komm. Komm da raus. Ich hab das wenigstens richtig gemacht, nicht wie im Dexters Bauch. Warum will ich manchmal Jabu Jabu's Bauch sagen? Weil es so ähnlich ist, ne? So ein schneller Affe auch noch. Ah! Ich töte mich gleich! Ah! Wie kann man nur so scheiße sein? So ein Haufen Kot sein wie ich. Und diese Kenzer-Spastis sind wieder da. Wisst ihr was? Jetzt reicht's mir. Ja, du scheiß Hentai. So. What? Das nenne ich mal eine geile Ausbeute. What the fuck? Hallo. Wollte gerade sagen. Zielsuchgeschosse. My ass. Das ist ja ein elendiger Motherfucker, ey, der Typ. Richtig schwer zu fangen. Scheinbar. Jetzt habe ich hier mein Schwert nicht. Weil ich das sonst hier mal hatte. Ach komm, ey. Ich hätte ihn doch gehabt. Ja, jetzt wird es wieder fehlig. Pass auf, ich werde ihn nicht rammen bei Engpässen. Weil dann falle ich da wieder runter. Willst du ihn fangen? Guck mal, wie schnell der ist. Nicht schon wieder, Leute. Nicht schon wieder. Das machen wir nicht nochmal. Das war nämlich ziemlich kacke. Genau zu sein. Einfach so rammen, dass ich nicht dann runtergestoßen werde. Ja! Drecksack. Der war ja blöd. Richtig schwer zu fangen. Hier ist nichts mehr. Alles klar. Dann sind die restlichen Affen da draußen, sowie auch die letzten Spectre-Münzen. Wie kommen wir jetzt hier wieder hoch? Ach so, mit der Stange. Table Dance? Nee. Stangen Dance? Pole Dance? Hallo? Danke. Wollte sagen, gehst du jetzt hoch? Oh, kann ich das Spiel austricksen? Kann ich natürlich mit meinen 200 IQ. Weil, so können wir uns den ganzen Scheiß ersparen. Das wird wahrscheinlich in Speedruns auch so gemacht. Geil. Es geht schneller als gedacht. Das schau, ich müsste euch das schneiden, ne? So nicht. So, Spectre-Coin, jetzt zu dir. Er hält sich da nicht fest, ne? Ey, warum auch? Waaaaaah!
Das geht nicht. Das muss vor oben gemacht werden. Oh, ist das blöd. Leute. Das ist so scheiße. Oh, das ist das schwierigste Level, ey. Schwieriger als das allerletzte Level. Ich muss mich korrigieren. Das wird jetzt das allerschwierigste Level. Das ist ja so bockschwer, ey. Holy shit. Und vor allen Dingen, was soll ich denn da... Mit diesen Fässern, du kannst nichts machen dagegen. Man kann die nicht erahnen. Du kannst nur gamblen, rechts oder links. Man kann den Propeller benutzen, um zu erahnen, wo die sind. Das kann man schon machen. Ich weiß, dass ich hier falsch Schaden kriege, ist mir aber jetzt egal. Hauptsache, wir kommen hier drauf. Ne, krieg ich gar nicht. Oh, war ich eben retarded oder so? Ist auch eine sehr schwierige Spectre-Münze irgendwie. Schwierig zu erreichen, nicht schwierig zu sehen. Aber schwierig zu erreichen. Das stimmt schon, oder? Wie komme ich hier wieder weg? Ich weiß wie. Selbstmord. Oh ne, Quatsch. Quatsch mit Soße. Was ist da hinten eigentlich? Oh Mann, ich weiß nicht mehr, wie man da hinkommt. Ach du! Jetzt sehe ich das. Ja, aber sonst geht's ihm gut, ne? Zum Glück hat er nicht so ein overpoweredes UFO. Leck mich doch am Sack, ey. Ist mir egal. Oh, wo ist der jetzt? Boah, der Level, Leute, der ist hart. Ich sag's mal so, der Affe ist jetzt aus dem UFO und jetzt müssen wir trotzdem noch hoch. Oh mein Gott. Ich weiß nur nicht mehr, wie man da hoch... Also wie... Das schaffe ich doch nie, oder? Diesen Flug. Alter, ist das ein Level. Nee. Ist das überhaupt der letzte? Das ist der letzte Affe, ey. Sag nie, man muss hier unten abschießen und dann hier wieder hoch und... Nee, leck mich. Das kann nicht so gewollt sein. Da stimmt was nicht. Boah, es ist ja ein geiles Level, ne? Es ist wirklich geil, weil es so schwer ist, aber... Brrr, im Vergleich zu vorherigen Leveln, die wir gemacht haben. Und, okay, diese Passage ist wirklich nicht gut, wenn man es nicht weiß, wo die kommen. Das ist nicht mal abwechselnd. Rechts, links, rechts, links. Das ist einfach random. Guck, links, links war es jetzt. Das heißt, wir müssen das UFO wahrscheinlich nochmal kaputt schießen. Wie geil. Freue ich mich ja drauf. Ich habe ja gar keine Geschosse mehr eigentlich jetzt. Das geht aber auch von hier oben scheinbar. Bäm, ist er jetzt instant kaputt? Nee, Quatsch. Hat doppelten Schaden genommen, wenn ich mich recht entsinne. Ist er weg? Yes! Oh, ich glaube, da kommt noch ein richtig starker Affe raus, oder? Was bist du für einer? Nee, der kann nix. Not again, ey. Hier. So, das ist mein Nervenstrang, ne? Mein Nerven. Und der Level ist jetzt meine Hand. Und ihr müsst euch jetzt
meine Hand als Säge vorstellen. Ah, geschafft, ist geschafft, ey. Werden die gar nicht mehr größer oder was? Die dancen jetzt immer. Boah, speicher das bloß ab, Simmer. Speicher das bloß ab. Da gehen die Leben hin, ne? Was willst du auch anders machen, ne? Boah, der Affe war echt schwer. Das heftigste UFO, was es im Spiel gibt. Und wenn hätte der sich beömmelt, das war auch noch ein weißer Affe. Er ist nicht ohne. Na gut, Leute. Daumen hoch, falls euch dieser Rage-Fail-Part gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr deswegen einfach ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Wenn wir wieder in die Mittelalterwelt gehen. Ich weiß nicht, wie viele Affen da noch fehlen. Wir waren nicht überall. Und eine Pflanze gibt es auch noch zu finden. Unwahrscheinlich nur eine Spectre-Münze. Ich weiß es nicht. Finden wir im nächsten Part heraus. Freunde, bis dann und ciao. We'll be right back.